Hi Freunde, Mann, ich darf euch wieder zurück begrüßen zu Banjo-Tooie, meinem Part 48. Ja, und ja, ich wollte mal jetzt ganz kurz Statistiken zeigen, mache ich mal ganz kurz Gesamtübersicht. Ja, Steinhagel, Griffe, Fehlen, muss noch zwei Puzzleteile, Freunde, 10 Noten und noch eine Seite. Die habe ich irgendwo durch eine Eiswand luken sehen. Und die Noten weiß ich gar nicht, ich weiß bloß, dass ich jetzt zum Bahnhof will. Wie komme ich? Warte mal, kann ich hier nicht irgendwie hochlaufen? Warte, pass mal auf. Oh. Oh, da haben sich die 10 Noten gleich erklärt, Freunde. das war jetzt natürlich Glück. Dann geht's ja noch höher. Ist ja fies. Berge klettern, Freunde. So, wo ist denn der Bahnhof überhaupt, Freunde? Ich wüsste gar nicht mehr. Verdammte Kacke. Bist du für ein Spacki hier, Mann? Kapier, du Opfer! Ey, doch. Warum denn nicht gleich so? wo bin ich denn hier? Meine Fresse, ich sehe nicht durch. Huchala. Wow, hot. Wo ist denn der Bahnhof, Freunde? Ich wüsste gar nicht. Irgendwo da drüben ist er. Hm. Hätte ich eigentlich eine Idee, war. Kann ich das so machen hier? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber ich probiere es trotzdem mal. Du Arschmann. Scheiß Handy hier. Mann, ey, die reagieren ja heute gar nicht, die Hände. Ich dachte, man, kommt der heute nochmal und dann... Ja, jetzt bin ich natürlich voll am Arsch hier. Und natürlich, ja, gleich nochmal aufs Kreuz hier. Ist das fies? Pass mal auf, du Junkie, ja, Mann. Was? Tschüss, schon wieder ein bisschen Energy. Oh, Mann, Freunde, das sieht übel aus. Pass mal auf, ich versuche den Mann hier auch noch zu töten. Komm her, Mann. Quacks, direkt mal weggespackt, Alter. Der war übel. So, jetzt versuche ich einfach mal mit der Flugplatte zu fliegen. Das ist wahrscheinlich ein little bit weniger riskant, als sich hier stundenlang durch die Lava zu buddeln. Was mir gerade ziemlich viel Energy gekostet hat. Ich glaube, da oben geht es nämlich in den Bahnhof rein. Muss ich eigentlich das noch mit dem Kamel da oben machen? Ich weiß es gar nicht. Ich probiere es einfach mal. Ich kann davon da oben runterspringen. Oh, swut! Ah, schön. Ah, der Bahnhof ist schon mal hier, Freunde. Und das Kamel hat anscheinend schon... Bitte! Nicht schon wieder, mein... Doch. Oh nein! Ich habe mir das seit dem letzten Spiel aufgehoben. Ja, tut mir sorry. Ja, mein Heizkessel ist jetzt kalt genug. Ich brauche was zum Landen. Danke. Da ist Energy, Freunde. That is me very nice, dass ich die mitnehme, ne? Weil sonst bin ich gleich very, very tot. Und so, ne? So, dann würde ich sagen, ab Rinder und ab in die Eisseite, Freunde. Finde ich cool, dass eine Welt zwei Bahnhöfe hat. Ich meine, andere Welten haben gar keinen Bahnhof, ne? Also so zum Beispiel... jetzt muss ich aber erstmal überlegen. Jolly Rogers Lagune zum Beispiel. Oh, Energy, sehr gut. Ching, ching, super. Und dann würde ich sagen, wir stampfen unseren Fuß auf den Go-Button da unten und dann ab in die Steinhagel-Gipfelseite Eis-Ding, ne? Ist natürlich auch cool, dass man, wenn man Wasser darin kippt, dann müsste ja nicht der ganze Heizofen ausgehen, oder? Ich meine, nasse Kohle brennt da nicht mehr. Ja, da erinnert mich einen Gartenvorfall, weil also eine Tante von mir, die hatte mal früher einen Garten und da haben wir mal versucht zu grillen und versucht Kohle anzukriegen und da hat es nur ein bisschen geregnet und dann war schon Patap hängen. Und da ist ein Jinjo, der garantiert gefaked ist. Cool, Eisschienen, Freunde, sieht das nicht epic aus? Voll epic. So, alle aussteigen. Schaffi, warte mal ganz kurz hier. Ja, wir müssen hier ein little bit was erledigen. Vielleicht eine Seite und vielleicht eine, ein Puzzleteil, ne? Ob das nur stimmt, ich weiß es nicht. Ich hoffe es, weil das heißt dann wieder, dass ich sonst aus irgendwelchen anderen Welten kommen muss. Und was natürlich nicht so günstig wäre. Da sind bloß ein paar Eier. Da ist ein gefakter Jinjo. Ich habe alle Jinjos und ich habe alle grün, glaube ich. Ach, erstmal hier hochgeklettert und dann... Ach, eben war es ja noch grün, war. Oh, Freunde! Oh, bam! Doppelkill hier. Na toll. Ich habe gerade erst wieder Energy eingesammelt. Okay, Freunde, machen wir dann das. Ich wollte jetzt hier schön Katzenkeule machen, aber dann kriegst du halt einen Schnabel aufs... Hast du so ein little bit auf Arschmann? Kann aber wohl nicht wahr sein. Mal ein bisschen Federn einsammeln, warum nicht?
Ich brauche ein bisschen Energy. Einfach mal rausgehen, Freunde, mal. Weil ich glaube, hier war ein Puzzleteil, das weiß ich noch. Die Seite war irgendwo anders. Aber wo? Ich weiß es nämlich nicht mehr. Scheiße, ja, das Puzzleteil haben wir, Freunde. Ja, genau, das ist das hier. Aber eine Eishöhle weiß ich jetzt immer noch nicht. Scheiße, Freunde, wie war denn das nochmal? Warte mal, ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen Erinnerungs-, Gedächtnis-, Geistesblitz, so, ihr kennt das ja wahrscheinlich. Da hat es mir gerade so ein bisschen Peng gemacht, ne? Oh, muss ich jetzt extra wieder zurückfahren? Das dauert immer so lange. Ja, muss ich wohl. Heppa! Oh, ich habe nicht geguckt, weil der Paar angefangen hat. Scheiße, na egal. So, und dann will ich sagen, wieder zurück in die Steinhagelgipfelseite aufs Feuer und so, ne? Ach, der Jinjo ist gerade respawn, habe ich gerade gesehen. Was für ein Faker. Voll mies. Mag die Faker Jinjos nicht. Die Minios oder wie sie heißen. Er hat sich ja mal beim ersten Mal vorgestellt, wo wir einen Platt gemacht haben. Naja. Das ist egal. Da ist wieder der Vulkanbahnhof Steinhagelgipfel. Angekommen, Endstation, alle bitte aussteigen. Ja, solange keine Ticketficker kommen, also ihr müsst schon die netten, freundlichen Fahrkartenkontrolleure, meinte ich natürlich. Hallo, lass mich doch mal aussteigen, Mann. Was, das dauert immer so lange, Freunde. Ich meine, zwischen Welten kann ich jetzt verstehen, weil theoretisch eine komplett neue Welt zu laden ist. Und danke nochmal, Energy. It's very nett. So. Ist hier auch nochmal Energy? Ja, natürlich. Nehme ich da mit. Komm her. Ching, ching. Was machst du denn da? So, Freunde. Damit hätte ich das jetzt erledigt. Und jetzt muss ich gerade was überlegen. Ich glaube, mir war so, dass man da irgendwie so ein Ei reinspucken musste, dass man da drin schleichen konnte. Ich weiß das nicht mehr ganz genau. Irgendwie habe ich gerade so einen Gedächtnis-Erinnerungsmoment. Fühlt sich an wie Kopfschmerzen, Freunde. Als würde man von Anamnesie wieder an seinen Grips rankommen, ne? Ihr wisst schon. Einfach rüberfliegen. So, wie komme ich denn jetzt am... Spacken. Okay, nicht getroffen, Schnaps gesoffen. So, dann müsste ich wahrscheinlich auf die Eisseite, Freunde. Mann, der hält mir auf den Sack. Und dann die heißt die Lachen. So, jetzt sind wir auf der Eisseite, Freunde. So, wo waren die Höhle? Die war irgendwo da drüben. Siehst du, ist hier noch irgendwas am Ende der Schlucht? Da ist ja jetzt keine Luft mehr hier, ne? Könnte man ja mal gucken. Nö, hier ist nix. Mann, oh, lauf doch mal schneller. Das dauert so lange. So, einmal hier hoch. Zappa. So, zack. Heppa. Wee, hepp. So, da war die Höhle. Da will ich hin, um zu gucken. Ich brauch die Seite, sonst geh ich hier nicht weg. Das ist ganz klar. So, jetzt aber. Oh Mann, scheiße. Schau ab. Pounds mitten ins... Boah, den hab ich gar nicht gesehen, Freunde. Der war a little bit versteckt und so. Oh, Energy, super. Oh Mann, ey, wie er rutscht. Das ist so übel. So, Freunde. Ah, pass mal auf, genau. Hier, pass mal auf. Seht ihr? Hier kann man nämlich hochklettern. Genau, irgend so was war doch. Und genau, Freunde, da ist es. Genau, das hatte ich gerade im Kopf. Ey, Mann, mein Gedächtnis ist manchmal wirklich zu was zu gebrauchen. Man staunt mich eigentlich irgendwie. Und da ist die Seite, Freunde. Sehr geil. Und bam, Freunde. Wisst ihr, was das heißt? Es fehlen bloß noch die Aliens und dann bin ich fertig. Ja, so sieht's aus. Nee, warte mal, die Aliens zeig auch immer. Scheiße, es fehlt was anderes. Oder? Ja, doch, komm, die Aliens zeig gemacht, Freunde. Was ist denn das, was hier noch fehlt? Geht weg. Haut ab. Auf jeden Fall hat mir gerade mein Gedächtnis gerettet, dass ich jetzt so ewig gucken musste, wie die Seite funktioniert. Das hätte ein bisschen länger gedauert, glaube ich. Oh, fehlt mir so ein Puzzleteil, Freunde. Ich guck mal lieber bei den Aliens, weil ich weiß, ich habe das mit Mumbo eigentlich gemacht, oder? Mir war so. Oder? Klar, ich hab doch da mit Kazooie da oben ausgebrütet. Weil ihr müsst überlegen, ist jetzt alles schon wieder ein bisschen her. Ist jetzt nicht so die 15 Minuten, die ihr zwischen den Parts kennt. Sondern, ja, das ist jetzt schon wieder ein Weilchen her, wo ich das gemacht habe, alles. Da muss ich meinen Brain immer nochmal anstrengen. What not so very, boah, du Arschmann. Schon, warte ab. Was? Und down.
So, wo war denn das? Oh, meine Orientierung, Freunde, ich weiß. Inna hat schon mal meinen Part geschrieben, irgendwo in die Comments und so. Kann ich euch nachfühlen. Manchmal brauche ich wirklich ein bisschen lange, ne? Irgendwo ist da hier so ein Abgang gewesen. Wo ist denn der? Ach komm, ich nehme die Warplatte da oben, Freunde. Bevor ich jetzt ewig diese Ritze irgendwo in der Wand suche, Freunde. Das ist immer ein bisschen scheiße. Und da ist sie übrigens. Nein, nehme ich doch die Ritze. Ach, ich kann mich auch nicht entscheiden, ne? Zap! So. Hier irgendwo ist das Alien-Typi-Dingstens gewesen. Habe ich denn das Puzzleteil jetzt extra mitgenommen? Ich weiß es nicht. Das wäre ein wenig beschiss. So, okay, gut, dann habe ich definitiv das Puzzleteil hier gemacht, ja. Der Alien-Typi ist ja weg. Und den da wegtragen habe ich auch gemacht, Freunde. So, was fehlt mir denn aber jetzt noch? Jetzt bin ich gerade a little bit overquested, muss ich ganz ehrlich sagen. Scheiße, scheiße, scheiße. Hm. That's the question und so, ne? Oder so ähnlich. Scheiße. Was war denn das jetzt? Was fehlt mir denn noch, Freunde? Bossgegner habe ich gemacht. Das mit Boggy habe ich gemacht. Das mit dem komischen Sabremann, das mit den Aliens habe ich gemacht. Scheiße, 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 scheiße. Das mit dem Bahnhof habe ich gerade gemacht. Das ist noch unten in der Feuerwelt, was ich vergessen habe? Fußball, das Stein-Fußballstadion-Spieldingen sind. Wo jetzt einer, der da oben hin? Das würde mich mal interessieren. Ah, da kommen wir mit den Profi-Pop-Schuhen hin, ne? Dann machen wir das mal. Wer weiß, vielleicht kommen wir da irgendwo hin, was uns irgendeinen Vorteil bringt, Freunde. Ich weiß es echt nicht. Pass mal auf, Freunde. Katsu-Boom! Headshot. Hahaha. Ist das fies. Ich finde die Move aber übelst cool irgendwie. Daran gewöhne ich mich immer mehr, den zu benutzen. So, jetzt muss ich bloß die Fußspuren finden. Die sind da irgendwo rechts von der... Ach, da oben sind sie, okay. Flup, 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 flup. Mann, bewegt ihr doch mal ein bisschen schneller hier. Dauert ja ewig. Schnee ist nicht so gut für Profi-Plop-Schuhe. So, wo jetzt hier hin? Das kenne ich ja noch gar nicht. Hm. Freunde, ey, da muss ich jetzt für ihren Puzzleteil noch ein bisschen suchen, Freunde. Tut mir jetzt echt leid, aber... ach, das ist hier oben. Okay, alles klar. Gut, habe ich auch verstanden jetzt. Jetzt würde ich aber gerne hier irgendwie runterkommen, ohne mich selber umzubringen. Ja, das hat auch gut geklappt. Wo fehlt denn hier noch ein Puzzleteil, Freunde? Hab ich da irgendwas verpasst? Also jetzt bin ich bin gerade wirklich baff. Also bam, mitten ins Face so. Ey, ihr Vögel, hebt mir so auf den Sack, Alter. Ihr glaubt das gar nicht. So, hier unten ist immer eine Warplatte gewesen. Oder auch nicht. Ja, fail. Wie immer. Hm, scheiße, wo ist denn hier noch ein Puzzleteil? Scheiße, ich dachte das mit dem Alien, aber das war ja nicht. Jetzt bin ich ja erstmal voll. Bam. Again, also pass mal auf, ich zählt mal jetzt einfach die Puzzleteile, würde ich sagen, oder? Ich hab das Steinball-Ding gemacht. Ich hab das mit den. Da ist noch ein Gitter zu, Freunde. Warum ist da noch ein Gitter zu, Freunde? Jetzt bin ich neugierig. Jetzt muss ich mal ein wenig gucken. Weil ich würde dann gerne noch in diesem Part machen. Ich meine, ihr könnt ja nicht dafür meine Schlüssigkeit und müsst mir stundenlang beim Rätseln zugucken, aber so ist das Let's Play. So viel würde ich gerne noch nicht offscreen machen. Und warum ist hier ein Gitter zu? Geh fertig, Stoff. Hier ist aber nichts. Scheiße. Freunde, pass mal auf. Ich mach mal was anderes. Das ist leichter. Ich nehme mal die Flugplatte, fliege ein bisschen umher und, oh, versuch gerade mal so neben Quatschen ist gar nicht so leicht, muss ich ehrlich zugeben. Da nebenbei mal zu ordnen, welche Puzzleteile ich alle gemacht habe. Also ich habe das mit Sabremann gemacht. Ich habe hier... Hast du dir gedacht, war du Stinky? So, jetzt muss ich erstmal zu der komischen... Warte mal, ich glaube, das wäre... Ja, ist besser, wenn ich das da hinten mache. Oh, ich habe hier gerade so ein honigwarmen Ding und sie hat... Naja, ist jetzt egal. Habe ich das Puzzleteil hier nicht eingesammelt? Nee, das wäre höchst unwahrscheinlich. Komisch. Also, die Bossgegner, Freunde. Den Sabremann hier in der Feuerwelt abgegeben. Ist ja eine Eiswelt-Map eigentlich. So, dann habe ich Boggy gemacht. Denn, ja, hier die Alien-Typis. Warum bin ich mit dem Schneemann mal durchgerollt? Na, dann das noch mit dem Bahnhof und so? Das ist mir very rätselhaft und so gerade, ne? Hier, das da irgendwo rein? Jetzt geht Käfer überall mal rein, Freunde. Was? Einfach mal rein gucken hier. Habe ich im Mittelraum was vergessen? Irgendwo was ganz oben, ein Puzzleteil? Ich verstehe nicht. Bin gerade weg, Freunde. Ich bin gerade angearscht, würde ich sagen. Ach du Scheiße. Nein, 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 danke.
Freunde, also wenn ihr wisst, welche Puzzleteil mir fehlt, bitte in die Comments schreiben, ganz dringend. Also ich hab Sabremann gemacht, normal jetzt, also denn das Wasserbecken, das war ja für das untere Ding, denn da ist wieder ein Gitter davor, scheiße. Hat das irgendwas zu bedeuten? Ist hier noch irgendwas versteckt, was ich nicht gesehen hab? Nee, da ist nur so ein Gitter, wunderbar, Freunde. Da ist ein Schalter, das habe ich aber alles gemacht, Freunde. Ich weiß jetzt noch ganz genau, dass ich hier das mit den Schaltern gemacht habe. Das ist doch gerade nicht so nice. Ich krieg hier voll den Scheiß. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab hier echt ein Puzzleteil irgendwie vergessen. Uah, da wollte mir gerade eine Hand grabben. Das, boah, ich bin gerade platt. Aber so richtig. So, bam. Ihr versteht schon. Hab's jetzt auch wahrscheinlich schon 10, 20.000 Mal erwähnt. Wo ist denn... Hier ist das, glaube ich, nicht. Das an der Wand habe ich gemacht. Möchte ich wetten mit euch. Hier, das mit den Schaltern habe ich gemacht. Denn Sabermann ja eben die Bossgegner. Das sind schon mal 3 Herzteile. Denn das gerade mit dem Bahnhof ist ein 4. Herzteil. So. Denn habe ich Boggy gemacht. Das ist ein 5. Herzteil. Das muss in der Eisseite sein, Freunde. Ohne Witz. Muss ruhig mir einfach mal ein Eisportal und dann würde ich sagen, gucke ich mir da drüben nochmal besser um, wa? Oder kriegt man von dem Endgegner 2 Herzteile? Nee, das ist Schwachsinn. Das wäre was ganz was Neues. So, landen. Zack. Ja, hier ist nämlich ein Eisportal, glaube ich, ja? Na, auf zu lachen, Mann. Ey, jetzt, ich bin auch gerade wahrscheinlich extrem ruhig. Ich meine, ich quatsche wieder meine Selbstgespräche hier vor mich hin, was so im Let's Play üblich ist, aber... Bam. Einfach so mitten... Ach, wartet mal, Freunde. Wartet mal. Es ist mir gerade very so klicke gemacht, Lubik, aber ich bin mir da noch nicht sicher. Mal gucken. Passt mal auf. Ich brauche mal eine Trennplatte. Vielleicht wisst ihr es ja schon und ich hab's jetzt, habt euch wahrscheinlich gerade so ein Fäustchen laut. Haha, der Trottel ist gerade nicht drauf gekommen. Hihi. Und so. Aber ich glaube, ich probiert mal. Aber erstmal lade ich mich auf Freunde. Ich sehe gerade, ich habe besonders viel Energy gehabt mit ihm hier. Das ist ja very hard und so. Gleich mal nochmal fusionieren hier. Fusion! Ja, der alte Dragon Ball Z Insider. Ich liebe ihn. Rega! So, jetzt kann ich mir nochmal aufladen, Freunde. Swoop! Ching, ching! So, voll. So, ein kleines Minecraft-Schläfchen für 2 Sekunden. Da, da, da. Komme ich hier überhaupt mit Banjo hoch? Oh, doch, müsste gehen. Heppa und Zap! Ach, genau. Ja, normalerweise kommt Banjo hier nicht hoch. Ich kann's aber. Er hat ja auch seinen komischen Salto-Move. Der hat vielleicht auch erreicht. So, und jetzt mal gucken. Jetzt kann ich ja vielleicht hier durch. Swoop! Swoot! Weil hier ist ja auch ein Puzzleteil reingeflutscht, Freunde. Habe ich das geholt? I don't believe so, genau da ist es, Freunde. Da, da. Dup, dup, wah. Oh yeah, Freunde. Und damit habe ich das Puzzleteil. Ich weiß aber nicht, das gehört zur Grundy GmbH. Ne, kann nicht sein. Grundy GmbH hat nur noch einen Puzzleteil offen und das ist das da unten, wo ich nicht weiß, wie ich rankomme. So, damit ist Steinhagelgipfel tatsächlich komplett, Freunde. Und Wolkenwunderland ist noch richtig viel zu tun. Ein Haufen Gingos, ich meine, Gingos dürften mir jetzt eigentlich nur noch wirklich aus dieser Welt fehlen. Da gucke ich mal ganz kurz gerade und dann würde ich sagen, ja, 1, 2, 3 und dann nochmal 3. Da fehlen noch 6 Gingos, Freunde, wo kommen die alle her? Freunde? 6 Gingos? Nee, kann nicht sein, ist doch ein Witz. Mir fehlen doch keine 6 Gingos, wo hab ich die denn alle vergessen? In der letzten Welt gibt es 5 Gingos, okay, das verstehe ich. Aber dann fehlt mir noch irgendwo einer. Das ist wirklich... Ey, Freunde, ich bin gerade schon wieder mal bam, mitten ins Face. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Freunde, ich würde sagen, ich nehme die Warmplatte, weil Steinhagelgipfel sind komplett. Und ich würde sagen, gleich erstmal eine Offscreen-Forschung. Wohl, wie ich denn ja nicht an das Grundy-Puzzle herankomme, das hat mir ja immer noch niemand geschrieben und anscheinend weiß das auch eigentlich niemand. Also, Freunde, ich würde sagen, bis zum nächsten Part, Freunde. Und entschuldigt, dass ich jetzt gerade so buff-bang und so war. Aber ist wieder mal ein Part mit Überlänge wahrscheinlich. Bis dann, Freunde, haut rein und ciao.